Nur falls ich dann nachher irgendwann mal reinfallen sollte. Vollkommen aus unmöglichen Gründen. So, nehmen wir lieber ihn. Du bist, ist das Skelett da oben größer als sonst? Komm, den. Ich dachte, den ersten block ich nicht und den zweiten dafür. Gott. Habe ich schon mal viel Freizeit jetzt, weil der oben schon schießen kann. Ach, mach ich so. Leichter zu treffen, leichter zu zeichnen. Und ich hole dich wieder so runter. Nein! Oh Gott. Gut. Irgendwie Mana-Problem hat man extrem selten, oder? Ja, du sollst das nicht noch so wegkicken. Du sollst einfach nur absetzen. Dummer Typ. Nutzlos. So. Hallo, da oben ist doch so viel Holz. Das ist alles Metall, das kann doch fast nicht sein. So. Da auch. Ja, Gott. Und komm du mal wieder. Super. Und ich habe den Sprung sogar geschafft. Ja, das wollte ich nicht. Egal. Alles, was tötet. Irgendwie macht das Gift aber auch gar keinen Effekt. Ich hätte jetzt irgendwie grüne Blasen oder sowas Klischeehaftes gedacht, weil sonst ist das Spiel ja doch schon so stark rollenspieltypisch, wie man sich Fantasy so vorstellt. Irgendwas hier unten. Nein. Oh, den kann ich schon mal. Das ist so schön einfach. Nee. Wie viel Gewicht hat so ein Teil eigentlich? Ausreichend, würde ich mal sagen. So, gehen wir ein bisschen runter, holen uns das Hals und es hat ja schon wieder geklappt und da sehe ich es schon. Ich denke mal, von der anderen Seite komme ich besser ran. So. Das habe ich auch gesehen. Das war ein super Timing. Was? Mach mal wieder mein Liebling. Mist. Ich komme nicht ganz weit genug rüber. So, jetzt mal. Nein. Ach, Leute. Leute, Leute, Leute. Ich glaube, mir fehlt genau die Reichweite dafür. Nein, es reicht ganz genau. Oh oh. Hallo, das war eine Linie. Hallo, das sind alles Superlinien. Mist. Okay.
es hektisch wird, sind die Linien so schwer zu ziehen. Das ist schrecklich. So. Kann ich mich nicht daran eigentlich hochziehen? Nein, scheinbar nicht. Gehe ich erstmal wieder runter und mache da mir meine Planke. Die hat ja letztendlich doch funktioniert. Zieh. Gut. Das war klug. Hilft ja alles nichts. Rein ins Gemosche. Blut für den Blut... Nein, Knochen für den Knochengott. Nichts Blut für den Blutgott. Sind kein Blut da. Außer meinem eigenen. Und das brauche ich noch. Ich stelle mich mit ihr ein bisschen blöd an, oder? Kann das sein? Ja. So. Kriege ich dich so... dass du nicht mehr schwingst? Das ist doch schon mal ein Anfang. Ich glaube, das Teil will trotzdem schwingen von ganz alleine. Ich sagte, es bleibt still. Okay, das kann man scheinbar nicht ganz verhindern, aber da vorne ist der nächste Checkpoint. Das ist schon mal gut zu wissen. Checkpoint und damit sie wieder. Ich wundere dich nicht an dem Holz. Och Gott, komm. Frau, die hält ja gar nichts aus. Oh Gott. Es ist physikalisch nicht erklärbar, dass die Teile die ganze Zeit durchschwingen. Yes, yes, yes! Yes! Auf dem Balken wollte ich die ganze Zeit. Ah gut, jetzt wo das geschafft ist, kann ich endlich weiter. Solche Räder gibt es doch sonst auch nur bei japanischen Gameshows, sowas wie Takeshi's Castle, wo man irgendwie jetzt auf Zeit hier durchrennen muss. Nur, dass da drunter Wasser und kein... oder Schlamm ist und keine Stacheln. Ja, wie komme ich da jetzt hoch? Da finde ich nichts. Shit, shit, shit. Den Sprung schaffe ich doch nie. Autsch. Katapultier mich hoch. Verdammt. Ah. Oh Gott. Was ein Sprung. Ja, wieder ein Kapitel geschafft. The wasteland of the Dragon Graveyard, our heroes carried on. The wizard delved deeper into the inscriptions about the guardians. There had once been three artifacts. One for the soul and righteousness, one for the mind and power, and one for the body and matter. These immortal objects had been used to balance all good and evil in the world. When everything was in harmony, the artifacts had been given to the three guardians, who had kept them safe for centuries. The guardians enchanted the artifacts with powerful protective charms that only allowed those with pure intents to come near. Eventually the guardians passed away, and only the charms remained. Gut.
Jetzt mit Subtitles funktioniert es auch schon etwas besser und ja, ich mache mal wieder einen Cut. Man sieht sich beim nächsten Mal. Macht's gut!